mehr leben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das komische Intro vom anderen Video auch noch da rein kopiere, wo ich meine ganze Wolldecke da um mich drapiere. Das war ein totaler Fehler. Ich dachte jetzt übrigens bezüglich meiner Krankheit, dass es ja nur Fieber ist, aber ich merke ab und zu ein bisschen Husten, nicht, dass ihr dann alle denkt, ich hätte Corona. Ich hoffe es mal nicht. Ja, ich glaube, wenn ich mal huste, hat das nichts damit zu tun, hoffe ich sehr. Jedenfalls geht es jetzt mit dem zweiten Buch weiter, einer Rezension, die völlig ungeplant ist, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht auch so endet wie, wie das eine Buch da, Feuerherz, dass ich dann am Schluss wieder alles löschen muss. Vor allem, weil es auch so sehr gemischte Gefühle beim Lesen, ja, ich habe keine Ahnung, was ich darüber sagen soll. Aber ich glaube, so vom Reden geht das schon ein bisschen flüssiger und so. Also hoffen wir mal das Beste. Es handelt sich nämlich um das Buch Der untröstliche Engel von einer Biografie, nicht Selbstbiografie, von Nicole Müller und Dominique Gerente, die ursprünglich auf Französisch rauskam. Wollte ich noch was sagen? Nee. Der untröstliche Engel habe ich gesagt. Um wen es sich handelt, habe ich nicht gesagt, falls ihr das Video nicht schaut oder nur hört. Das ruhelose Leben der Annemarie Schwarzenbach. Die hat gelebt, weiß ich jetzt nicht so genau, steht irgendwo. Ach, wurde jedenfalls 34 Jahre alt, und es wäre jetzt schon spannend, wenn ich das schnell finden würde. Es ist jedenfalls so ungefähr anfangs der Nazizeit, genau 1908 bis 1942 hat sie gelebt. Also, und da hinten steht auch noch was. Ich muss mal schauen, ob ich das vorlese. Doch, das ist eine sehr gute Kurzbeschreibung. Annemarie Schwarzenbach, Schriftstellerin, Journalistin und Fotoreporterin, offensichtlich hat man drogensüchtig vergessen, wurde nur 34 Jahre alt. Sie starb aber. Spoiler, doch was anderes. Als enge Freundin und Mitstreiterin von Erika und Klaus Mann traf sie viele interessante Künstler ihrer Zeit. Dazu später noch was mehr. Am besten gleich. Ich habe nämlich noch ein Buch, nicht über Erika und Klaus, sondern über Thomas Mann. Und steinigt mich nicht, der war vielleicht ihr Vater. Das wollte ich eigentlich weggeben, aber nachdem ich das gelesen habe, dachte ich, jetzt habe ich auch einen Bezug und so. Also es ist irgendwie sehr viele Fragen über ihn beantwortet, also so einfache Fragen hatte er, war er ein guter Vater und so Sachen halt. Diese spannende Biografie schildert ihr ein atemloses, kurzes Leben, in dem sich die Komplexität unseres Jahrhunderts wie in einen Fokus bündelt. Also, ja, wo fange ich denn jetzt an mit der Kritik, Lob, was auch immer? Also bekommen habe ich sie auch über Bookcrossing, am Bookcrossing-Treffen persönlich, also da, als man so am Tisch saß, noch vor einiger Zeit. Und ja, da so ein Bücher auf dem Tisch, und da konnte man auslesen und man hat mit den Leuten geredet und so, sehr schön. Ich vermisse es ein wenig. Ja, da habe ich gedacht, dieses Buch nehme ich mal mit. Von ihr habe ich vorher gar nichts gewusst oder so. Spannend ist ja, dass Annemarie Schwarzenbach Schweizerin ist, und okay, ein paar Sachen kann ich jetzt gleich noch dazu sagen. Ihre Eltern, oh ja, das ist auch noch spannend, Annemarie und ihre Mutter René, von ihrem Vater kommt eigentlich fast nichts vor, ihre Mutter René aber noch ein wenig, ziemlich präsent.
Es geht im ganzen Buch übrigens nicht nur um sie, was es dann mir ein bisschen gerettet hat, weil das war mir dann nicht so spannend, nur über sie zu lesen. Also ihre Mutter, ja, die ist das Kind von einem irgendwie Offizier oder sowas Ähnliches im Militär, und der ist auch ein Fan von Deutschland und von der faschistischen, also der rechten Politik. Und René war das dann auch. Und Annemarie nicht. Konnte man ja denken, dass ich nicht sowas lesen werde. Ja. Und ihre Mutter und ihr Vater, die hatten so eine Kohlenmine oder so und leben auf Gut Bocken. Ich hätte vielleicht noch googeln sollen, wo das ist. Das ist, glaube ich, so eine Art Burg oder so. Also sie sind halt ziemlich reich. Und es kommt dann auch so vor, dass Annemarie zeitlebens eigentlich von den Eltern abhängig ist. Das kann man jetzt auch gleich noch mitsagen. Ja. Und was natürlich auch noch nicht unbedingt interessant ist, ihre Drogenabhängigkeit. Ich hatte auch mal ein Buch über eine Biografie, mindestens eine, gelesen über ein Paar, die so ein bisschen diese Drogenabhängigkeit, die scheinbar auch in einem gewissen Zeitraum besonders präsent war bei den Künstlern oder so, sehr thematisiert hat. Und das macht ein Buch schon recht verstörend teilweise, fand ich jetzt hier nicht unbedingt. Also dass es so verstörend war, aber man hat dann halt schon Mitleid bekommen, dass da diese Person, diese Annemarie da nicht mehr rauskam. Beim anderen Buch hatte ich weniger Mitleid. Ja, wie gesagt, es hat mir dann so bedingt gefallen, weil sie halt eben, ja, ich kann nicht sagen, dass mir die Person Annemarie eigentlich so total unsympathisch war. Ja, aber irgendwie dann doch. Ich muss gestehen, sie ähnelt mir vielleicht, bis auf die Drogendings da natürlich das nicht, schon ein wenig. Also, ja, man kann auch vieles reininterpretieren. Nein, sie ähnelt mir wahrscheinlich gar nicht. Aber sie macht sich halt so sehr viele Gedanken und so. So philosophisch, so ein bisschen düster, so ein bisschen sowas. So habe ich jetzt halb Schweizerdeutsch geredet. Egal. Ja, und das hat mich gedacht, das sei vielleicht noch ein wenig ähnlich zu mir. Genau dieser Kampf, den sie zusammen mit Erika und Klaus führt, die Pfeffermühle, das ist so ein lyrisches Kabarett gründen. Dieser Kampf wird so ein bisschen eher wenig geschildert, so ein bisschen halt. Also vor allem ist es ja auch ein Kampf, der irgendwie eher zum Scheitern verurteilt ist. So. Allgemein fand ich halt die Szenen sehr spannend. Das fängt, glaube ich, auch irgendwo erst ab einem gewissen Kapitel an, wo dann tatsächlich diese Zeit so ein bisschen beschrieben wird. Es geht hierbei zwar nicht um KZ oder was weiß ich, es geht eher so ein bisschen von außen beleuchtet. Ich habe auch schon Bücher gelesen, wo von Leuten, die in einem Konzentrationslager waren oder sowas Ähnliches. Ich glaube, es war nicht in Deutschland selber, aber es müsste auch zu dieser Zeit gewesen sein. Das waren dann nochmal Bücher, die extremst ans Herz gingen. Und es waren auch keine Juden, glaube ich. Aber die, ja, so. Das Prinzip war eigentlich das gleiche. Ich meinte, dass ich so die Erfahrung habe, dass französische Bücher doch gerne lyrisch sehr, sehr stark sind oder solche, die ursprünglich auf Französisch waren. Nicht, dass mein Französisch so gut wäre, dass ich das dann wirklich noch lesen könnte, dann
muss ich doch eher die einfacheren Bücher lesen. Was ich aber mal auf Französisch gelesen habe, war Coraline. Diese Sprache hier scheint mir sehr lyrisch zu sein, also so ein bisschen nicht so leicht zu lesen. Also nicht unbedingt lyrisch, so wie ein Gedicht. Es fängt da an mit der Vorbemerkung und einem, ja, so etwas Ähnlichem wie Zitat von Roland Barthes, da über das Foto, das ihr berühmtestes Foto, heute kann ich nicht mehr reden. Und da wird schon sehr viel über das Foto palaviert. Und dann über den Prolog. Der einzige, dass dieser Prolog ist eigentlich dann wirklich aus ihrer Sicht geschrieben. Ja gut, nicht aus ihrer Sicht, aber sehr nah geschrieben. Sie wird da nicht genau namentlich erwähnt. Es steht nämlich hier, wer ist diese junge Frau? Und so weiter. Sie ist auf dem Schiff, sie zieht wahrscheinlich die Blicke auf sich. Und sie ist natürlich auch schon abhängig und alles. Ich weiß nicht genau, wann diese Szene gespielt haben sollte. Und am Schluss. Okay, das ist dann so ein bisschen speziell. Sorry, dass ich die Hand gerade davor hatte. Da wird ihr dann irgendwie schwindlig, sie muss an die frische Luft und dann hat sie so wie Halluzinationen, die sehr speziell beschrieben werden. Ziemlich gut dafür, dass ich sonst sowas Drogenzeugsmäßiges nicht mag. Und in diesen Halluzinationen erlebt sie quasi auch noch ihre Jahre davor und dann hatte ich schon Angst, dann stürzt sie hier über das Schiff und so ist der Tod, aber tatsächlich starb sie dann anders. Ich glaube, das rate ich jetzt besser nicht. Das war ein simpler Unfall. Und auch wenn ich sie ja nicht wirklich gemocht hatte, dachte ich dann schon, das ist eigentlich eine schöne Art oder so, die ich ihr quasi wie vergönnt habe. Und sie war ja auch wegen dem Drogenzustand öfters ziemlich nahe am Sterben und schlussendlich war es dann eben doch ein Unfall oder an den Folgen eines Unfalles. Genau. Es geht ja auch darum, ich glaube, dieses Buch wird häufig auch im LGBT, in diesem Sparte wird es ja auch oft genannt. Ja, was soll ich dazu sagen? Es hat mich so ein bisschen überrascht, dass es damals schon scheinbar so war. Also gut, die schwulen Bars waren dann irgendwann, glaube ich, schon in der Zeit so im Kommen, glaube ich. Aber sie ist ja eine Frau, was ja auch mal speziell war zum Lesen. Selber stand jetzt aber nicht so extrem viel darin. Waren wahrscheinlich alles Spekulationen oder es wurde dann halt, ja gut, es steht schon, dass sie sich in manche Frauen verliebt hat, aber so, das kommt auch wieder diese französisch-lyrische Sprache oder ja, einfach diese lyrische Sprache wird das dann mit irgendwie gar zärtlich verwöhnt oder so umschrieben, keine Ahnung, was man sich darunter vorstellen kann, also überhaupt keine Sexszenen. Ihre Mutter selber, die war auch so ein wenig ähnlich und hatte es von ihren Liebschaften. Und ja, eben sie hatte dann sich auch sehr häufig verliebt und so. Aber eigentlich geht es wirklich nur in die Richtung, also ich hätte mir da fast ein bisschen, also mehr erwartet, dann möchte ich schon eine echte Liebesgeschichte oder vielleicht auch ein paar Details mit Erfahrungen oder negativen Erfahrungen der Außenwelt oder keine Ahnung was. Und da habe ich ja mal Oji und Er gelesen, das war ganz genau das, was ich eigentlich lesen wollte in dem Thema und sonst hat mich da noch nicht so wirklich richtig angesprochen.
Aber eben dieses Buch ist ja noch viel mehr als nur diese Freundschaften zwischen Frauen, sondern es ist eben vor allem so eine Biografie über sie und auch über diese Zeit. Also ich würde es unbedingt empfehlen, wenn man noch ein bisschen mehr, ja, wenn man sich allgemein gerade mit dieser Zeit befasst oder so, vielleicht nicht gerade als Startliteratur, weil es doch schon viel Grundwissen theoretisch voraussetzt. Ja, gut, als Schulliteratur könnte man es eben wegen den Drogengeschichten und so nicht unbedingt empfehlen. Aber ich finde jedenfalls, dass einige Passagen, wo quasi so von außen beleuchtet sind, also wenn man halt nicht alles liest und so, das ist definitiv auch weniger brutaler und irgendwie aber auch interessanter und lesenswerter, als wenn man dann, keine Ahnung, irgendwelche Filme schaut, die Originalfilme zum Beispiel, die direkt aus dem KZ stammen. Das hat mich bis heute ziemlich verstört, dass es ein gewisser Lehrer bei uns gemacht hat. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, was ihr so für Literatur hattet, als ihr dieses Thema bestimmt irgendwann durchgenommen habt. Oder Filme oder so, oder ob euch dieses Thema damals sehr verstört hat. Ich frage mich halt auch ein bisschen, was lernt man daraus? Oder kann man überhaupt noch was daraus lernen? Oder ist diese Zeit für immer vorbei und macht man die gleichen Fehler nicht mehr? Und sehr gut, wir haben ja sehr viel Thematik mit Ausländern und was weiß ich. Und auch da gibt es viele Leute, die Hass gegenüber einigen im Speziellen oder allen im Allgemeinen Ausländern haben. Aber da mache ich mir trotzdem manchmal auch Gedanken, ob man diese Ausländer mit den Juden damals vergleichen kann. Oder ob das doch ein etwas anderes Kapitel ist. Natürlich macht man da viele Fehler. Die Menschheit im Allgemeinen halt und dieser Hass und so, der ist nicht immer so wirklich angenehm anzuschauen, wenn man es bei anderen Leuten merkt. Also ich schaue jetzt mal, ob ich das Video dann irgendwie vermutlich ziemlich ungeschnitten und chaotisch hochladen werde. Was ich auch noch, das habe ich nirgends vorgestellt, außer auf. Doch, ich habe es in einem Video. Ist das blöde Video? Das Biografie von Amy Winehouse habe ich gefunden und die starb ja auch jung, sogar noch jünger mit 27, was seitdem meinte ich, habe ich irgendwo mal gelesen, auch so das Alter war, ist, in dem manche besten Künstler so sterben. Jedenfalls irgendwie ist jetzt gerade auch voll Biografiezeit. Dann wünsche ich euch jetzt irgendwie mit einem komischen Übergang einen schönen Tag. Tschüssi. Und bleibt natürlich gesund.